Marco im Hörfunkstudio in Halle. Und ich werde mal gucken, wo ich jetzt hier meinen nächsten Sparketten finde. Psst. Mach mal die Türe besser zu, die sollen das draußen gar nicht hören. Hi Leute, ich bin Lars, ich bin hier bei MDR Sputnik Moderator. Ich bin aber auch manchmal Redakteur, da bin ich dann nicht zu hören. Das ist auch manchmal ganz gut. Ich komme gebürtig aus Zwickau, musste mir meinen Dialekt wegtrainieren, war dann quasi im Westen und dann wieder herzukommen in den wilden Osten und mache jetzt hier zum Beispiel eine geile Nachmittagssendung. In wenigen Minuten bin ich im Radio und vorher muss ich mich ganz knallharten Fragen stellen. Wenn man als Radiomoderator den roten Knopf drückt, das Mikrofon anmacht, mir geht es zumindest so, ich habe dann das Gefühl, leicht ein anderer zu sein. Also mein Dialekt ist dann komplett weg. Meine Stimme klingt dann komisch, weil wir haben da hinten so kleine Geräte drin, Voice Keys nennen die sich, und die machen unsere Stimmeinstellung noch ein bisschen anders. Also die geben den Frauen mehr Bässe und uns Männern machen sie die Stimme noch ein bisschen glatter. Ich höre mich auch selbst anders an, aber ich finde das irgendwie cool. Dann klingst du nämlich ganz anders und der Bass und alles ist da und wow, das ist cool. Mich hat bis jetzt noch keine Sau erkannt. Das finde ich auch nicht schlimm, weil ich bin ja die Stimme aus dem Radio. Doch, man sollte als Radiomoderator tatsächlich seine eigene Sendung hören, um zu hören, wie war ich in dem Moment, wie klang das, kann ich es vielleicht besser machen. Ich war 2 Jahre alt und habe ein Mikrofon gefunden bei meinem Onkel und habe Serien auf Tonband aufgenommen und dachte, das ist bestimmt cool, Radiosprecher zu sein, aber ich habe es mir nie getraut und deswegen bin ich eigentlich Banker geworden. Ich habe Bankwirtschaft studiert in Dresden. Und dann bin ich einfach zum Radio gegangen. Ich habe das einfach versucht, habe ein Praktikum gemacht, habe beim SAEK angefangen. Ich war einfach nur froh, dass ich da ein Radiostudio hatte. Die Wände waren mit diesem Schaumstoff zugekleistert. Da standen ganz viele CDs, da standen Mikrofone, Aufnahmegeräte. Ich fand das einfach nur lustig, meine eigene Stimme aufzunehmen. Bin dann zu einem Privatsender gekommen und ich war bei Energy Sachsen, habe für die Morningshow gearbeitet. Und nach 3 Monaten habe ich eine eigene Comedy-Idee gehabt. Und da war gerade WM-Zeit, das hat ganz gut gepasst. Ich habe Oliver Kahn imitiert, Titan, Titan. Und irgendwie war das cool und so habe ich es dann weitergemacht. Aber das war eine coole Zeit. Das war 1 Monat, 2 Monate, glaube ich. Und ich habe da sehr viel gelernt, was Schnitttechnik angeht. Das war cool. Brauche ich heute noch. Die erste Sendung, die ich gemacht habe, es war eine Nachtsendung. Es war genau 12 Uhr und es ging los. Und ich habe mich bestimmt den ganzen Tag darauf vorbereitet. Ich habe also geschrieben, alles war gestylt. Und ich wusste genau, wann ich welches Wort erzählen muss. Welche Musikmoderation. Und ich war aufgeregt. Ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat. Das Mikrofon ging an. Der Knopf leuchtete rot. Und ich wusste in dem Moment, du kannst jetzt nichts mehr machen und zurückgehen. Du musst jetzt reden. Und mir ist ein kalter Schauer von oben, vom Kopf bis runter in die Fußzehe gezuckt. Das war wie, als wenn man vom Blitz getroffen worden wäre. Und dass der sich kalt angefühlt hat, das weiß ich noch. Ich war höchst aufgeregt und ganz klar. Ich war bei mir und wusste genau, was ich jetzt hier tue. Trotz einiger Rückschläge habe ich das nie aufgegeben. Also man könnte mich jeden Tag feuern, ich würde jeden Tag zurückkommen. Und vielleicht auch dann nachts so ein Heimlichradio machen. Mich rufen in meiner Sendung viele Menschen an. Mich rufen Kinder im Heim an. Mich rufen auch Menschen aus psychiatrischen Anstalten an. Aber ich rede natürlich gern mit Menschen auch über meine Probleme. Und das ist wichtig, das sollte jeder machen. Es gibt eine für mich schöne Radioregel eines Kollegen und die heißt, selbst der Penner auf der Straße hat mehr zu erzählen als du. Eigentlich mag ich alle. Und vor allem ehrliche Menschen. Und vor allem Menschen, die nicht nur reden, sondern auch machen. Taten statt Worte. Ich finde es auch wichtig, dass man Menschen einfach mal nicht mag. Und wenn ich Menschen nicht mag, sage ich denen das auch. Dich mag ich zum Beispiel. Hast Glück gehabt. Für mich ist ja Musik wie eine kleine Energie, die ins Ohr kommt und dann macht die irgendwas mit uns. Also ich bin tatsächlich sehr aktiv, deswegen stehe ich auch, damit ich einfach springen kann. Und wenn ein Track mir gut gefällt, dann haue ich da auch immer auf den Tisch rum mit. Das mache ich ständig. Das hören die auch draußen. Und ich singe auch laut mit. Schief, aber mit. Und ich habe auch abends mal fast Ärger bekommen. Da ging fast der Feuermelder los. Es lief Mumford & Sons, I Will Wait. Und das ist einer meiner Lieblingssongs und einer meiner Lieblingsbands. Und ich habe eine Kerze angezündet. Und ich habe das auch im Radio gesagt. Ich zünde jetzt eine Kerze an und mache das Licht aus. Und das habe ich auch gemacht. Und dann ist mir eingefallen, wir haben ja Rauchmelder. Also ich bin sehr aktiv. Ich würde gern mal bei The Big Bang Theory mitspielen. Ich habe mir meine Frisur ja extra so scheiße hergerichtet jetzt fürs Interview, um mal zu zeigen, dass ich das könnte. Also wenn die Macher von der Big Bang Theory zufällig mit
zugucken sollten hier, ich wäre bereit. Und ansonsten hört mal Sputnik, das ist ganz cool, was wir machen.